Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von ZockerAndroid.de. Heute wollen wir euch das Kingsing K2 näher vorstellen. Da gibt es auch einen ausführlichen Testbericht bei uns auf der Seite. Man hat hier ein Gerät, welches nur 45 Euro kostet. Man meint, man bekommt da vielleicht nur Ramsch, aber das Gerät hat einen Dual-Core-Prozessor und ein 4,3 Zoll WVGA-Display, was eigentlich gar nicht schlecht für diese Preisklasse ist. Schauen wir uns das Gerät mal von allen Seiten an. Es hat, wie man sieht, einen markanten Chromrand und ja, das Äußere an sich ist auch ziemlich an iPhone-Optik angelehnt. Hinten sieht man dann auch noch eine Kamera und diese hat 2 Megapixel, aber immerhin einen Blitz und auch Autofokus. Das bieten viele Geräte der Markenkonkurrenten nicht. Intern hat man 4 GB Speicher zur Verfügung, die man erweitern kann. Und schauen wir uns ein bisschen mal die Oberfläche des Gerätes an. So, die ist auch etwas an das iPhone angelehnt. Also Applikationen werden vorne auf dem Homescreen geparkt. Und wie man sehen kann, es läuft hier flüssig. Der 1,3 GHz Dual-Core-Prozessor von MediaTek verrichtet seine Arbeit. Auch wenn mit 512 MB RAM das etwas knapp bemessen ist. Was man auch sieht unter anderem an 3D Mark. Also für Spiele, die nicht ganz so anspruchsvoll sind, reicht das Ganze auf jeden Fall. Wenn man High-End-Games zocken möchte, ist man mit diesem Gerät nicht so gut aufgehoben. Dann geht es nämlich sehr schnell in die Knie. Und wenn man hier den Ice Storm starten möchte, dann steht hier auch schon die Warnmeldung, dass man weniger als 1 GB RAM hat und rutscht die Katze. Man kann es versuchen zu starten, aber es wird abstürzen. So. Schauen wir uns jetzt mal noch den Browser an. Da hatte ich vorhin die Seite von unserem Partner Combi aufgerufen. Das kann jetzt alles ein bisschen dauern. Das liegt nicht wirklich am Handy. Mein WLAN-Router ist ziemlich nicht gut, sag ich mal so. So. Unser Partnershop Combi hat auch alles sehr schön optimiert für mobile Seiten, wie man sehen kann. Man kann also ziemlich gut mit diesem Gerät surfen. Schauen wir uns unsere eigene Seite auch mal an. Hier zockerandroid.de heißt der ganze Spaß. Und ja, wir haben auch unsere Seite für mobile Geräte angepasst und das läuft auch alles sehr flüssig. Bei der Android-Oberfläche ja, sieht man eben die iPhone-Anlehnung. Trotzdem läuft das alles ziemlich flüssig. Und vor allem die Verarbeitung, hier knarrt nichts, hier wackelt nichts. Das ist wirklich, das ist einfach sehr gut verarbeitet, das Gerät. Vor allem für 45 Euro würde man eigentlich nicht glauben, was man sonst, was man da bekommt. Und jetzt wollen wir uns noch kurz die Innereien vom Kingsing K2 anschauen. So. Hier sieht man also den Akku, der misst 1650 mAh, reicht aber völlig, weil eben nicht so eine riesen Auflösung zum Tragen kommt und auch nicht ein High-End-Prozessor. Hier hat man die Möglichkeit, 2 SIM-Karten einzufügen und einen Speicherkartenschacht für MicroSD-Karten gibt es ebenfalls. Man sieht also, hier wurde wirklich ziemlich an alles gedacht. Das Kingsing macht im Alltagsgebrauch einen sehr guten Eindruck. Abstriche muss man eben machen. So. Bei der Kamera und eben auch, dass man ja kein High-Performance-Gerät hat. Ansonsten kann ich das Kingsing K2 wirklich sehr ans Herz legen. Man bekommt auch eine Schutzhülle mitgeliefert und aber in den meisten Fällen ein Ladeadapter, der leider amerikanisch ist. Da muss man eben ein deutsches dazu ordern oder per Micro-USB aufladen. Die Tasten geben auch keine unangenehmen Geräusche von sich. Der Ein- und Ausschalter funktioniert problemlos. Eine Frontkamera mit 0,3 Megapixel wurde ebenfalls verbaut. Da wurde wirklich sehr viel Geld, ja, ne, also hier wurde sehr viel eingebaut für wenig Geld, so wollte ich das Ganze sagen. Und ja, besucht uns doch mal auf zockerandroid.de. Schaut euch den Testbericht zum Kingsing K2 an. Vielleicht wäre das Gerät was für euch, wenn ihr ein Einsteiger in die Android-Welt seid oder wenn ihr aber ein potentes Zweitgerät sucht. Bis zum nächsten Mal, dann euer Android.